Märchen Film Journal. Ein märchenhaftes Hallo zu unserem Märchenfilmjournal. Mein Name ist André und ich werde euch heute durch die Sendung führen. Wir haben auch diesmal wieder viele tolle Beiträge für euch vorbereitet. Los geht's mit den Neuigkeiten aus dem Märchenreich. Märchenfilmjournal. Aktuelles und Neues. ZDF verfilmt Die Schöne und das Biest. Im August begonnen die Dreharbeiten zu einer ZDF-Neuverfilmung des Märchens Die Schöne und das Biest. Das Drehbuch stammt von Markus Hertneck und Regie führte Marc-Andreas Borschardt. Gedreht wurde unter anderem auf Burg Sebenstein, Burg Finstergrün und im Lungau. Die beteiligten Produktionsfirmen sind Moviepool, Provobis und Metafilm. Folgende Schauspieler wirkten im Märchenfilm mit: Cornelia Kröschel als Elsa die Schöne, Max Simonischek als Arbo das Biest, Carsten Kramer als Wenzel, Caroline Walter als Irmel, Christoph Letkowski als Ritter Berthold und viele andere. Der Film wird zu Weihnachten erstmals im TV ausgestrahlt. DVD-Veröffentlichung von 6 auf einen Streich. Am 15. November 2012 erscheinen die vier neuen 6 auf einen Streich-Filme erstmals auf DVD. Zu bewundern gibt es diesmal Allerlei Rau, Hänsel und Gretel, Rotkäppchen und Schneeweißchen und Rosenrot. Alle vier Märchenfilme erscheinen jeweils auf Einzel-DVD sowie in 2 DVD-Boxen, Volume 8 und 9. In der DVD-Box Volume 8 sind außerdem noch die 2 Filme Jorinde und Joringel und Aschenputtel aus dem Jahr 2011. Das Hexenhaus im Filmpark Babelsberg. Seit dem 28. September 2012 erwartet die Besucher im Filmpark Babelsberg etwas ganz Besonderes. Denn dort steht nun das Hexenhaus aus dem 6 auf einen Streich Märchenfilm Hänsel und Gretel. Der Filmpark Babelsberg, seit 1993, ist ein Freizeitpark in Potsdam-Babelsberg. In 6 Themenbereichen finden sich etwa 20 Attraktionen und 4 Shows. Der Filmpark liegt auf dem Gelände der sogenannten Medienstadt Babelsberg, direkt neben dem traditionreichen Filmstudio Babelsberg, welches früher der UFA und dann der DEFA gehörte. Weitere Infos unter www.filmpark-babelsberg.de. Die Sterntaler für Kinder-Emmy nominiert. Der vom SWR federführend für die ARD produzierte Märchenfilm Die Sterntaler ist in der Kategorie Kinderfernsehfilm für den Kinder-Emmy nominiert. Für die International Emmy Kids Awards wurden in 6 Kategorien 24 Produktionen aus 13 Ländern nominiert. Die Sterntaler konkurriert in ihrer Kategorie mit 3 Produktionen aus Südkorea, Großbritannien und den Niederlanden. Die Preisverleihung findet am 8. Februar 2013 in New York statt. Was wäre ein Märchenfilmjournal ohne seinen Filmtipp? Einfach nicht märchenhaft. Und darum kommt nun für euch der Filmtipp. Viel Spaß! Märchenfilmjournal. Der Filmtipp. Herzlich willkommen zum neuen DVD-Tipp. Heute stelle ich euch Jorinde und Joringel vor. Der Film ist in der ARD-Reihe 6 auf einen Streich erschienen. Und zwar in der 4. Staffel, also letztes Jahr, 2011. Er ist ab 6 Jahren freigegeben und ja, er ist wieder 59 Minuten lang.
Und beim Bonusmaterial sind wieder die Trailer der 4 Staffeln drauf und natürlich ein Making-of 20 Minuten lang. Zum Film selbst möchte ich gar nicht so viel sagen. Es ist halt eine Liebesgeschichte zwischen Jorinde und Joringel. Jorinde wird von der Zauberin in einen Vogel verwandelt und Joringel will sie natürlich wiederhaben. Und zu dem eigentlich sehr kurzen Märchen der Brüder Grimm wurde für diesen einstündigen Film viel hinzugefügt. Auch ganz überzeugende Nebenpersonen. Zum Beispiel das Brüderchen von der Jorinde oder auch der Raubritter. Fast so eine Art Hauptrolle. Er steht in einer besonderen Beziehung zur Zauberin. Ich finde es eigentlich alles sehr schlüssig, wenn natürlich auch noch Fragen offen bleiben. Aber Musik und Landschaften sind wie bei einem Streichfilm meistens toll. Auch gut eingesetzte Spezialeffekte, viel Liebe zum Detail. Und zu guter Letzt hat diese DVD auch eine deutsche Fassung für Hörgeschädigte, das heißt Untertitel. Also Jorin und Joringel ist wirklich eine schöne Neuverfilmung. Fünf märchenhafte Antworten auf 5 zauberhafte Fragen. Das gibt es nur bei uns. Und hier folgt das Interview. Märchenfilmjournal. Interview. Ja, ich empfinde die Märchen heute anders als damals in der Kinderzeit, weil man als Kind die Märchen mit ganz anderen Augen sieht und auch ganz anders wahrnimmt. Märchen gefallen mir, weil sie wunderschöne Geschichten erzählen. Sie enden auch oftmals sehr toll mit einem guten Happy End. Und man kann träumen, man kann einfach entspannen und es ist einfach eine ganz andere eigene Welt für sich. Meine Lieblingsmärchenfigur als Kind und auch heute noch ist Rapunzel, weil ich einfach ihre lange Haare faszinierend fand. Einen direkten Lieblingsmärchenfilm habe ich nicht, weil mir gefallen viele, unter anderem zum Beispiel Rapunzel. Besonders gefällt mir die Version Rapunzel oder der Zauber der Tränen. Ganz einfach, der Film ist märchenhaft. Viele Zuschauer warten schon ungeduldig auf unseren Buchtipp. Und hier folgt unser Tipp. Märchenfilmjournal. Der Buchtipp. König Drosselbart von den Brüdern Grimm. Es ist ein großer Tag im Schlosse. Der König hat alle heiratslustigen Männer aus nah und fern geladen, damit die schöne Prinzessin sich einen Gemahl erwähle. Doch sie hat nur Hohn und Spott für die Freier übrig. Besonders aber macht sie sich über einen lustig. Der hat ein Kinn, wie die Drossel einen Schnabel. Da wird es dem König zu bunt, und er droht, sie mit dem ersten besten Bettler zu vermählen, der zum Schlosse kommt. Als bald darauf unter dem Fenster ein Spielmann sein Lied anstimmt, macht er seine Worte wahr. Dieses Buch ist eines von 7 Büchern einer Buchreihe zu den DEFA-Märchen-Filmklassikern. In diesen Büchern werden die Filme nacherzählt und mit unvergesslichen Aufnahmen der DEFA-Verfilmungen bebildert. Der Text ist kindgerecht aufbereitet und liest sich kurzweilig. Angaben zum Film wie Regie, Kamera, Erscheinungsjahr, eventuell noch die Namen der Hauptdarsteller
sind sehr spärlich am Ende des Buches zu finden. Es ist also ein Buch für Kinder, die sich an den Film erinnern möchten, ohne diesen gleich nochmal zu sehen. Erschienen sind die Bücher 2002 und 2003 im Eulenspiegel Verlag. So langsam geht die Märchenfilmzeit im Fernsehen wieder los. Und man weiß gar nicht, was man als erstes schauen soll. Hier folgen nun unsere TV-Tipps. Märchenfilmjournal. TV-Tipps. Am 11. November um 10.03 Uhr zeigt uns die ARD das tapfere Schneiderlein aus dem Jahr 2008. Am 18. November um 12 Uhr zeigt uns der Kika den Märchenfilm Gevatter Tod aus dem Jahr 1980. Am 25. November zeigt uns der Kika um 12 Uhr Schneeweißchen und Rosenrot aus dem Jahr 1978. Märchenfilmjournal unterwegs. Am 7. Juli fand in Zollenroda das Tiergehegefest statt. Die Schüler der Rötlein-Schule haben sich ein ganz besonderes Programm ausgedacht. Unter dem Motto Die Rötlein-Zwerge unterwegs im Grimmschen Märchenwald boten sie eine tänzerische und spielerische Hommage an die großen deutschen Märchensammler, den Brüdern Grimm. Genommen. Wer hat von meinem Gemüschen gegessen? Wer hat mit meinem Gäbelchen gestochen? Wer hat mit meinem Messerchen geschnitten? Wer hat aus meinem Becherchen getrunken? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zwergen. Und wir haben ein Gelang. Und wir haben ein Gelang. Der Wind, ein Ofen da und Holz quack quack und Kochtopf auf und Pfanne. Da heizt Kochbrat ich jeden Tag. Kikeriki, das ist Gockel, der Hahn. Koko, Koko und Kikeriki, wer wohnt denn nie, wer wohnt denn nie? An dieser Stelle endet unsere Sendung. Wenn ihr uns schreiben wollt, so schreibt uns über unsere Homepage oder über Facebook. Beide Adressen werden nun unten eingeblendet. Ich sage Tschüss und bis bald, euer André.
Märchenfilmjournal.